wir sind jetzt in der letzten Runde. Der Robert ist jetzt auf Platz 1, auch in der letzten Runde. Ich habe gerade eine Bestzeit gefahren, also meine persönliche Bestzeit, 1,39,5. Habe jetzt aber auch fette Benzinmischung und super weiche Reifen. Aber wie gesagt, wie abzusehen war, konnte keinen Platz mehr gut machen, weil ich ja noch einen Boxenstopp noch machen musste wegen den Reifen. Hatte das leider nicht angepasst. Da Rennsieger Daedalus GZ. Rennsieger auf Schwere, meine Güte. Da, da sind schon, das ist schon das Feuerwerk. Ja. Sehe ich schon das Feuerwerk. Bin auch gleich im Ziel. Gucken, ob ich den Raikkonen noch mal aufhole und dann gleich direkt eine blaue Flagge kriege. Raikkonen auch Ferrari, ne? So, dann starten wir noch mal kurz an der Water, Frank. Ja, ich bin in der Reihe. Ja, gerade auf der Rückgraden. In die letzten. Hallo Massa. Ja, mit meiner Rundenzeit komme ich echt gut hin. Ja. Weil jetzt mit fetter Benzinmischung und super soften Reifen. Noch mal den Massa überholt. der Micha schon überrundet hat. Jetzt will er auch noch mal vorbeiziehen hier. Oh, da biegt er auf der Underwater, Frank, auf die Zielgerade. Auf der Zielgerade, nochmal schnell. Ah, nee, DRS kann ich leider nicht anmachen. Egal, geschafft. Oh, da stehen sie alle, Alter. Ja, geil, ne? Ja, wäre mein Unfall mit Vettel nicht gewesen, wär ich noch weiter oben platziert. Ja, ja, dann was ist das für ein Vorsprung? 53 Sekunden. Ja, das ist, ja. Das wollt ihr angucken? Ja, die Incidents. Da haben wir der Underwater Frank, der hier viermal bei den Stewards antanzen muss. Ja, der Daniel Kvyat auch, weil der die wohl auch irgendwie draufgefahren ist. Und einmal ich exceeding Crack Limits. Aber ansonsten ist die KI erstaunlich ruhig gefahren. Es gab keine anderen Incidents, keine weiteren Ausfälle. Eigentlich überhaupt keinen Ausfall, selbst der Underwater Frank, er hat das Rennen ja zu Ende gefahren bzw. zwischendurch fahren lassen. Ja, das war das Nachtrennen bzw. das Abendrennen, was in die Nacht reingeht in Bahrain. Ziemlich cool auf jeden Fall, ziemlich coole Umsetzung. Da gab es gleich noch zwei Erfolge, einmal Top 3 und einmal ins Netz gegangen. Wahrscheinlich, weil wir online gefahren sind. Es gibt leider keine Siegerehrung. Nee. Ein bisschen schade, weil ich weiß jetzt nicht, wo da technisch oder wie auch immer das Problem gewesen wäre, ja, das einfach in den Multiplayer-Modus einzubauen. Ist jetzt so natürlich dann so ein bisschen trocken, ne? Dann jetzt halt wieder in der Lobby. Ja, leider etwas unspektakulär, also nicht ganz so spektakulär wie der Karrieremodus bzw. der Singleplayer-Modus. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Die alten Fehler aus den alten Teilen wurden ausgemerzt, wo es ja echt ein Krampf war, mal wirklich da eine Online-Partie stabil zusammenzukriegen. Selbst das Join in die Lobby hat dort meistens schon nicht funktioniert. Und ja, Underwater Frank kann die KI übernehmen lassen, kann sich einen Kaffee machen zwischendurch, das ist theoretisch auch möglich, man kann wieder einsteigen. Also man hat sehr viele Optionen und das ist alles insgesamt sehr stabil. Bis auf diesen einen Aussetzer da vorhin. Das war natürlich sehr blöd im Qualifying, zum Ende des Qualifyings. Ja, da habe ich. Meinst du jetzt den Disconnect oder was meinst du? Genau, richtig. Ja. Ja, da hatte ich einmal einen kleinen Disco gehabt, aber keine Ahnung. Da hätte man vermutlich auch noch wieder nachjoinen können, wenn die Session nicht gerade blöderweise einfach zu diesem Zeitpunkt auch zu Ende gewesen wäre. Genau. Das könnte man vielleicht auch noch beim nächsten Rennen oder so ausprobieren, wie stabil da der Multiplayer-Modus ist. Aber bisher sah es alles bis auf diese Ausnahme ziemlich gut aus. Ja, das war quasi ein kurzes Training, das komplette Qualifying mit einem anschließenden kurzen Qualifying und einer kompletten Renndistanz. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gefahren sind. 98 Minuten? Oder 96? Ja, so ungefähr. So, ja. Ja, genau, 95, 96. Knapp über anderthalb Stunden. Ja. Das ist auch schon ganz ordentlich, wirklich hier wie in der echten Formel 1. Dann Rennen, die sind auch noch ein bisschen länger. Gibt es Rennen, die gehen bis an die 2 Stunden ran.
weil die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den entsprechenden Kursen einfach wesentlich geringer ist, aber Bahrain ist eine relativ schnelle Strecke. Ja, erfordert auf jeden Fall Ausdauer. So viel zu F1 2016, den Multiplayer-Modus kurz angetestet in einem 100%-Rennen. ja, vielleicht werden noch weitere Rennfolgen. Ich weiß auch nicht, ob die zumindest für ein Let's Play oder für die YouTube-Aufnahmen unbedingt 100% sein müssen. Ich denke nicht, weil ganz zum Schluss wirklich Spektakuläres ist ja nichts passiert. Nicht passiert in diesem Rennen sowieso nicht. Höchstens aus der Sicht von Underwater Frank, das wäre auf jeden Fall noch ein Blick wert. Aus meiner Perspektive durchgehend relativ langweilig, vor allem die letzten 20 Runden, wo es höchstens 4-5 Überrundungen gab und auch keinen Boxenstopp mehr. Also für YouTube eignen sich da wahrscheinlich eher schnellere Rennen oder eben der Karrieremodus, dass man da ein bisschen zeigt, was dort alles so möglich ist. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und vielleicht bis zur nächsten Folge von F1 2016. Bis dann, tschüss!